Willkommen zum Sportwoche und Sportgeschichte Podcast für die Kalenderwoche 47. Hier wollen wir sowohl Gegenwart als auch Vergangenheit des österreichischen Sports saisongerecht Revue passieren lassen. Präsent auf diesem neuen Spielfeld ist Foreus.at, deren Spielfeld wiederum die Challenges aus dem Cyberbereich, dem Deep und Darknet sind. Mein Name ist Christian Drastil. Ich habe 2017 die Rechte der 2015 eingestellten Sportwoche mit knapp 900 Printausgaben übernommen und ich bin folgender Meinung. Ja, und seit kurzem stelle ich mir ja wöchentlich die Frage, wen hätte ich aufs Cover genommen, wenn es die Sportwoche Print noch geben würde. Diesmal ist die Entscheidung auf Manuel Feller gefallen, der mit 2 Stockerlrängen in Val d'Isère fett punkten konnte. Es wurde zweimal Rang 2 im Riesendörlauf als auch im Slalom. Manuel Feller ist jetzt 5. im Herrenweltcup, 4. ist der Matthias Mayr und in Führung der Marco Odermatt aus der Schweiz. Und da war es so, dass der Odermatt nach 6 Rennen, wo man maximal 600 Punkte bekommen kann, 520 Punkte hatte. Und das ist noch nie so stark gewesen, dass ein Athlet nach 6 Rennen nur 80 Punkte quasi verloren hat. Bei den Damen in Sestrea war es so, dass wir als österreichisches Team gar nichts reißen konnten. Es war ein 14. Platz im Riesentorlauf von der Elisabeth Kapaurer und auch nur ein 14. Platz im Slalom von der Katharina Liensberger. Und jetzt ist es so, dass keine Dame momentan im Skiweltcup unter den Top 10 zu finden ist. Die Miriam Buchner ist an 11. Stelle. Im Nationencup reicht es trotzdem hinter der Schweiz für Rang 2. Zum Skispringen, da gäbe es eigentlich einen weiteren Kandidaten für das Cover. Das war nämlich das österreichische Team, das am Samstag beim Teamspringen im Mixed den Sieg geholt hat. Aber ich habe mich, wie gesagt, für Manuel Feller entschieden, weil der doch knapp an die Spitze gekommen ist. Und im Alpinen brauchen wir es momentan dringender. Und vor 2 Wochen hatten wir den Stefan Kraft am Cover. Es gab auch 2 Herren springen, und zwar am Freitag der Michi Heiböck wurde 4. als bester Österreicher und am Sonntag Stefan Kraft 3. Kraft ist jetzt auch 3. im Gesamtweltcup. Ziemlich überlegen unterwegs momentan in der Luft ist der David Kubacki aus Polen. Bei den Damen ist es so, dass Einspringen noch war, neben dem Teamspringen, und da wurde die Eva Pinkelnick 7. und sie ist jetzt 2. im Weltcup. Biathlon in Hochfilzen, das war ein Heimspiel und die Herren haben doch etwas enttäuscht. Am Freitag, 29. der Felix Leitner im Sprint und in der Verfolgung ist er immerhin auf Rang 13 gekommen. Das war zweimal die beste Platzierung und er ist jetzt auch als 31. der beste Österreicher im Weltcup. Bei der Staffel gab es einen 9. Rang. Bei den Damen war es so, dass die Lisa Hauser im Sprint 12. wurde und dann in der Verfolgung den 9. Platz belegte. Und sie ist jetzt auch 8. im Gesamtweltcup nach dem Sieg in der Vorwoche. Die ersten Punkte gab es für die Anna Gandler. Da muss man herzlich gratulieren. In der nordischen Kombination gab es eine Pause, bevor es dann in der kommenden Woche wieder mit einem Heimspiel in der Ramsau losgehen wird. Beim Langlauf war in Beitostölen ein Sprint und ein Teambewerb im Angebot und dass mir das Wort noch einfällt. Am Freitag im Sprint war der Benjamin Moser 18. und die Therese Stadlober 58. Erfolge gab es dafür bei den Snowboardern und zwar im Damenbewerb der Parallelboarder hat die Sabine Schöffmann im Finale gegen die Schweizerin Julie Zock gewonnen und bei den Herren stand mit Alexander Peyer, ein ÖSV-Athlet, ebenfalls am Ende ganz, ganz oben. Erfolgreich wieder unsere Coverstars auch aus der Vorwoche. Der Wolfgang Kindl hat im Rodeln im Herreneinsitzer den 2. Platz belegt. Und die Madeleine Egle hat den Erfolgslauf fortgesetzt und in Whistler Mountain auch das 3. Saisonrennen gewonnen. Einen neuen Star gibt es auch im Skicross und der heißt Matthias Graf. Der hat in dem 2. Saisonbewerb in Val Thorens gewonnen und das erst in seinem 2. Antreten in einem Skicross-Weltcuprennen.
Und auch das erste Rennen ist an einen Österreicher gegangen. Johannes Rohrweg hat beim Auftakt in Val Thorens eben mit einem Start-Zielsieg im Finale seinen zweiten Weltcupsieg gefeiert. Und Erfolge auch im Wintersport für die Behindertensportler. Beim Auftakt in St. Moritz haben die Veronika und der Johannes Eigner jeweils Siege im Riesentorlauf feiern können. Auch die Vanessa Herzog hat wieder Grund zum Feiern, nämlich beim Eisschnell-Weltcup in Calgary am Freitag hat sie den Sprung aufs Podest geschafft. Über 500 Meter wurde es der zweite Platz. Ein weiterer Kandidat fürs Cover wäre das österreichische Hockey-Team, weil die haben nämlich Gold bei der Hallen-Europameisterschaft gewonnen. Die Hockeymänner haben sich in Hamburg durchgesetzt und haben Deutschland besiegt. Und ja, es ist in Wahrheit ein Riesenerfolg, der sicherlich auch coverwürdig gewesen wäre. Zum Fußball und zur WM in Katar, da spiele ich jetzt mal was ein vom Sporttagebuch vom Michi Knöppel. Er hat in diesen komischen, sehr deutschen System Fußballschulen erfunden, dass Tormänner keinen normalen Abstoß mehr schießen, sondern den Ball am eigenen Fünfer nach links oder rechts schieben und dann bei hochstehenden Teams sofort gepresst werden. Warum bitte schlagen die nicht einfach wie früher den Ball zuerst einmal weit weg vom Tor? Weil alles, was früher war, schlecht ist? Ich verstehe es echt nicht. Und ich finde es auch echt nicht schön anzuschauen, wenn sich die Goalies dann hinten quasi spielerisch in Szene setzen wollen oder müssen und selten können. Nachtrag zum Thema Fankultur hätte ich auch noch. Es sind jetzt 56 Partien bei dieser Fußball-WM gespielt, aber es hat noch keine einzige Ausschreitung auf der Tribüne gegeben. Die Stimmung da oben ist großartig. Ganz ohne jede Pyrotechnik, ganz ohne schwachsinnige Raketen. Und ganz ohne Rauchbomben und auch noch ohne Alkohol. In Fußballstadien in ganz Europa ist genau das Gegenteil der Fall. Bei jedem Match gibt's Ärger, gibt's Raketen, gibt's Betrunkene und Schlägereien. Ja, da bin ich eigentlich sehr bei Michi mit diesen Aussagen. Die einzige Sache ist, was mich ein bisschen nervt ist, und wir sind ja mittlerweile schon weiter, wir sind im Semifinale, die Pfeifkonzerte der Gegner von Marokko. Die spielen einen tollen Fußball in Marokko, aber dass die Gegner so gnadenlos ausgepfiffen werden, erinnert an die wüstesten Vuvuzela-Zeiten bei der Südafrika-WM damals. Aber das Auspfeifen, das ist nicht so ganz meines. Ja, schauen wir mal, wer dann letztendlich dieses Turnier gewinnen wird. Alles möglich, aber natürlich Argentinien und Frankreich, die Favoriten. Rapid hat ein Testspiel gemacht gegen Schalke, hat das 2:2 absolviert und die Austria hat sich vom Manfred Schmidt getrennt, von einem Trainer, den viele als Erfolgstrainer sehen. Prohaska hat das gesagt, das hat auch sogar der Krankel gesagt, der Rapidler. Das sage ich als unbedeutender Beobachter. Der Typ hat einfach positive Emotionen gehabt. Trotzdem mag man ihn nicht mehr. Muss man nicht verstehen, ist aber so. Naja, und jetzt noch zu den Geschichtseinträgen. Am 5.12.1976 war es, als der Walter Schachner sein Debüt gefeiert hat bei Malta gegen Österreich. Das war damals ein Auswärtssieg mit 1:0. Nicht so berühmt, aber berühmt war sicher die Bilanz. Der Schoko hat in 63 Spielen 63 Tore für Österreich erzielt. Sehr spannend finde ich auch den 5.12.2015. Da hat ein gewisser Marcel Hirscher seinen 32. Weltcupsieg von insgesamt 67 geschafft, aber es war sein erster und einziger Super-G-Sieg und das war in Beaver Creek. Und dann noch ein Jahr her, 5.12.2021, der Jan Hörl hat seinen ersten Weltcupsieg in Wiesler in Polen erzielt. Am 6.12. haben wir was zum Gregor Schlierenzauer. Der hat in Lillehammer in Norwegen, und das war im Jahr 2014, seinen 53. und letzten Weltcupsieg geschafft. Und damit, mit diesen 53 Siegen, ist auch in der ewigen Bestenliste die Nummer 1. Am 7.12. gibt es was Großartiges, nämlich der Hermann Mayer wurde 50 Jahre alt, am 7.12.72 geboren. Er ist vierfacher Sportler des Jahres geworden in den Jahren 1998, 1999, 2000 und 2001. Am 7.12.1996 hatte Renate Götschl in Wael ihren ersten Abfahrtssieg von insgesamt 24 geschafft. Und die Alexandra Meisnitzer hat am 7.12.1995 in Val d'Isère ihren ersten Weltcupsieg von insgesamt 14 geschafft. Und das war ein Super-G eben in Val d'Isère.
Am 8.12. gibt es eine tolle Fußballmeldung. Ein Jahr ist es her, da ist Red Bull Salzburg mit einem 1:0 gegen Sevilla als erste österreichische Mannschaft in die K.O.-Phase der Champions League aufgestiegen und das Tor hat damals Noah Okafor geschossen. Auch leibend 8.12.2005, damals gab es einen Weltrekord für Österreichs Schwimmer durch den Markus Rogan. In Triest war das und über 200 Meter Rücken hieß die Zeit 1:50.43, also ganz, ganz, ganz gewaltig. Am 8.12.54 hat der leider viel zu früh verstorbene Sepp Walcher, der Sportler des Jahres 1978 war und WM-Sieger in Schladming, Geburtstag. Und der Andi Felder hat am 8.12.1984 seinen ersten von insgesamt 25 Weltcupsiegen im Skispringen geschafft. Und die ganze Geschichte ist passiert in Thunder Bay in Kanada. Ja, und am 11.12. gab es den ersten Weltcupsieg auf der Normalschanze für einen Andi Goldberger in Planica in Slowenien. Das war im Jahr 1994. Und es war insgesamt sein 5. Weltcupsieg von 20 und auch dem Goldi kann man alles Gute zum Geburtstag wünschen, den er dieser Tage als ebenso runden Geburtstag in 50er begangen hat. So, das war's wieder für diese Woche. Ich hoffe, es war wieder einiges dabei. Manuel Feller ist auf dem Sportwoche-Cover, aber auch Riesenerfolge im Hallenhockey und Co. Tschüss, wir hören uns nächste Woche. Podcast.